Wir finden mit Sicherheit den passenden Platz für Sie. ABC Personal. Vor der NRW-Landtagswahl am 15. Mai diesen Jahres haben wir heute die Möglichkeit, mit dem Kandidaten der Grünen zu sprechen, David Schichel. Ja, ein Thema, was uns in allen Bereichen auch in NRW beschäftigt, ist der Ukraine-Krieg. Und daran anschließend, wie sicher ist vor allen Dingen auch für unser Land die Energieversorgung? Nach allem, was wir jetzt wissen, ist unsere Energieversorgung heute sicher. Wie das morgen, übermorgen oder in der nächsten Woche aussieht, das können wir leider heute in der heutigen Zeit verlässlich nicht mehr sagen. Und umso wichtiger ist es, dass wir unser Land dauerhaft unabhängig machen in den Energiefragen. Deswegen sagen wir Grüne, es ist jetzt ein Grund mehr, auch wenn es ein schlimmer Grund ist, aber es ist ein Grund mehr, jetzt wirklich Dampf zu machen beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist die eine Seite. Ich habe aber auch Diskussionen darüber gehört, vielleicht schon mal wieder zurück zur Kohle übergangsmäßig zu gehen. Ist sicherlich nicht ganz die Meinung der Grünen, oder? Doch, wenn es dazu notwendig ist, dass bei uns die Lichter nicht ausgehen, müssen wir uns auch darüber unterhalten, so lange die Kohle zu verfeuern. Und die Kohle darf aber dann auch nicht aus Russland kommen. Auch die kommt ja heute zum großen Teil aus Russland. Langfristig bringt das aber alles nichts. Wenn langfristig alle Länder auf die gleichen Kohletöpfe zugreifen, wird auch die Kohle, obwohl sie heute der eher günstigere Rohstoff ist, wesentlich teurer werden. Das heißt, auch in NRW, aber eigentlich überall auf der Welt, ist die sicherste Art und Weise, sich eigenständig mit Energie zu versorgen, die erneuerbaren Energien massiv auszubauen. Ein ganz wichtiges Thema ist sicherlich auch das Thema Pflege. Das hat auch gerade die Corona-Pandemie gezeigt. Hat da sicherlich auch einige Lücken aufgezeigt, die Pandemie. Wie möchte man da das Thema Pflege, Fachkräftemangel gerade in dem Bereich auch angehen? Also die Pandemie hat sogar noch größere Lücken gerissen, weil gerade die Fachkräfte gesagt haben, ich halte es nicht mehr aus, ich wechsle den Beruf. Und das Problem ist damit dann nochmal größer geworden. Also wir müssen dringend sehen, dass wir die Situation auf den Stationen verbessern. Das geht natürlich, da geht es um Geld und Anerkennung für das Pflegepersonal, aber auch die Ärztinnen und Ärzte. Aber vor allem geht es um die Arbeitsbedingungen. Es geht darum, wie viele Leute kümmern sich um wie viele Betten. Es geht darum, welche Arbeiten muss eine Krankenschwester, die sich eigentlich um den Patienten kümmern soll, nebenbei übernehmen. Und das hat ganz entscheidend damit zu tun, dass wir die Leute lange in diesen Jobs halten, weil wir brauchen sie da dringender denn je. Auch ein Bereich, wo vielleicht Defizite offengelegt wurden durch die Pandemie, Thema Bildung, Kita-Plätze, aber auch die Schulen, Thema Technologie, Digitalisierung. Wie möchte man da vorankommen aus Sicht der Grünen? Also wir müssen jetzt da die Wege konsequent weitergehen, die eingeschlagen worden sind. Es ist fatal, dass es von Anfang an die falschen Wege waren. Wir Grünen haben immer gesagt, wir dürfen es nicht den Unternehmen überlassen, dort Internetanschlüsse zu schaffen, wo sie am meisten damit verdienen. Wir müssen sich dazu verpflichten, überall für Internetanschlüsse zu sorgen. Und dass wir jetzt im Jahr 2022 immer noch nicht alle Schulen am Breitband haben, während aus der Ukraine Kinder übers Tablet und über Internet hier in Deutschland unterrichtet werden, sagt eigentlich alles. Zum Schluss mit der Bitte um kurze Antwort, warum sollte man am 15. Mai das Kreuz hinter Ihren Namen setzen? Weil wir dafür sorgen, dass NRW energieunabhängig bleibt, weil wir dafür sorgen, dass wir unser Gesundheitssystem Corona- und pandemiefest machen. Und das dritte Thema, über das wir gesprochen haben, habe ich jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber auch da werden wir uns reinhängen. Ja, Herr Schichel, vielen Dank für das Gespräch. Das also die Meinung von Herrn Schichel zur Landtagswahl und das Programm der Grünen. Gehen Sie wählen. Das ist die wichtige Message.